Ihr wollt wissen, was ich hier jetzt vorhab? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal Käffchen. So. Ja, was haben wir heute vor? Wir müssen noch ein bisschen was anschließen. Wenn ich das richtig gesehen habe, sind es mindestens Kupfer, Eisen, Aterium und Bauxit. Die noch in irgendwelche Systeme rein müssen. Eisen muss definitiv oben in die Raffinerien und unten in die, wie heißen die Dinger? Foundries. Gieß da rein. Und ja, wir hatten Eisen ja schon bis da hochgelegt. Das gucken wir uns jetzt als erstes mal an, wie wir da weitergegangen sind. Da ging es weiter hoch. Es kam auch direkt da rein. Bis hier hinten. Und das ist genau der Punkt, an dem es für mich interessant wird. Weil es kommt dann da wieder raus. Das heißt, da wir das nämlich da unten brauchen, kann ich das eigentlich gar nicht sofort rausleiten, sondern eher so hier hinten. Das wäre interessant. So ein bisschen. Moment, wo stehen meine Foundries? Die stehen da. Wir gucken uns das mal ein bisschen an. Wie weit. Da muss ich aufpassen, da ist nämlich der Quarz im Weg. Ich könnte das. Das ist natürlich genau diese Reihe da. Da müsste ich es hinhaben. Und das kommt natürlich genau hier aus. Kriege ich das? Dann brauche ich zwei Sachen da rein. Dann würde ich sagen, das hier wird mein Ziel. Wo haben wir Eisen? Und mein Ziel, habe ich gesagt, ist da. Da halten wir uns jetzt auch dran. Das heißt, wir haben dich. Wir brauchen, glaube ich, auch dich. So. Reicht von der Höhe her, richtig. Perfekt. So möchte ich das. Oh. Eisen ist da. Eisen läuft da runter. Eisen läuft darüber. Das ist ja mal mega. Nur noch hier an dem richtigen. Ist ja noch besser. So, können wir eigentlich unseren Manifold, den wir gerade gebaut haben, jetzt so nutzen? Das kann ich beim letzten Mal. Aber der ist ja noch neu. Ich kurz überlegen, das war auch so rum, ne? Weil das sollte doch klappen, oder? Ne? Ich muss jetzt mal überlegen, wo ich das Koks habe. Oh, das ist auch ein echt schwieriger Satz. Ob ich lieber das Eisen oder lieber das Koks nach unten packe? Das brauche ich überhaupt. Koks war doch richtig, wa? Ne?
Petrolkoks, genau. Petrolkoks habe ich da oben in den Raffinerien. Das heißt, es kommt auch von oben. Dann machen wir jetzt hier Folgendes. Wir setzen dich hier hin. Ziehen dich von da. Da rein. Das ist in die richtige Richtung. Genau. Und dann kommt hier so. Das heißt, so geht Eisen schon mal rein. Und ich muss mich dann hier nur noch um Koks kümmern, dass der irgendwo von da kommen wird. Muss ich gucken, wie ich das genau lege. Oder kommt das vielleicht sogar von da? Das könnte auch sein. Weil ich meine, da hätte ich ja auch schon Koks anliegen. Nee. Muss ich mir echt überlegen. Ich darf auf gar keinen Fall diese Folge Koks und Nutten nennen. So. Und so. Also mir geht es im Moment darum, als erstes mal die ganzen Rohstoffe hinzukriegen und also mich dann quasi weiterzuarbeiten. Natürlich auch hingehen. Jetzt so die ersten Maschinen dann auch wirklich mit Strom versorgen. Als nächstes, wenn wir die ganzen Dinger dran haben. Und dann können wir gucken, wo liegt was an und dann schnappen wir uns das da weg und bringen das irgendwo hin. So. Wir gehen uns jetzt die Situation mit dem Petrolkoks an. Theoretisch müsste ich durch dieses Löchlein da kommen. Und da liegt unser Koks. Unser Koks geht raus. Vollständig. Hier hinten rum. Geht dann in die Richtung. Hier runter. Und kommt dort an. Wird da hinten verbraucht. So, und die Reste, die da rauskommen. Alles schlecht. Das hätte ich nämlich gesagt. Ob hier runter und lang fällig. Funktioniert so. Jetzt aber nicht verguckt, oder? So, wir haben dich hier. Du kommst dort runter. Wir haben dich genau da hingesetzt. Hier rein manövriert. Ist ja. Nein. Hier rum. Richtig mäßig. So. Da kommst du raus. Okay. Wenn du da rauskommst, bist du gar nicht so weit von dem entfernt, wo ich dich hinhaben möchte.
Das heißt? Setzen wir. Wenn ich dich genau dahin setze, glippst du durch die Wand? Nein, glippst du nicht. Das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Nee. Da kommt mein Koks dran. So rum. Eins. Ja. So, Koks erledigt. Ehrlich, habe ich mich zu nah angestellt. Zu weit, meine ich. Ja. Macht nichts. Aber ich bin gerade nicht anders wegen dem Spaß da oben. So, ja, mit Kollegen alle stehen. Das heißt, du gehst da rein. Du gehst da rein. So. Okay, jetzt hat er die Zeit. Ich muss auch nochmal. Okay, Fenster habe ich gar nicht. Ist okay. Das, wenn der Rechner sich zwischendurch mal überlegt, ne, ich hab keinen Bock, bin heute mal langsam. So, die beiden müssen weg. Okay. Wenn ich überhaupt einen Überblick behalte, ist gut. Ja. Ach ja. Noch mal ein bisschen organisieren hier. Gut. Okay. Also, wir haben die Sachen dran. Perfekt. Das läuft soweit. Wir nehmen uns. Was nehmen wir uns? Jetzt als nächstes nehmen wir uns Kupfer vor. Weil da sind wir auch hier in der richtigen Ecke. Kupfer kommt dort an. Katerium hatte ich ganz oben. Dann erstmal gucken, wo ich denn mit dem Kupfer hin muss. Kupfer muss am besten dorthin. Ah. Wenn ich jetzt noch direkt Sonnenmanifold hier baue, ne? Wäre doch gar nicht mal so doof. Komm, dann habt ihr auch einen Mehrwert, indem ich euch. Wo ist er da? Hier muss ich sowieso noch mal in der Mitte ran, aber das ist ein anderes Thema. Echt jetzt? Manchmal, ne? So.
Wie? Wir wollen bauen. Wir brauchen eine Raffinerie. Für die fehlen mir Stahlrohr. Wunderbar. Bin ich ja richtig froh, dass ich schon mal so weit vorgeflogen bin. Hier runter, danke. Stahlrohre. Stahlrohre. Okay, nicht genug Freiraum, aber ich habe alles da. Ich brauche auch nur eine Raffinerie. Oder will ich irgendwie drei zusammen mörteln? Das ist halt die Frage, macht das Sinn? Dann habe ich es immer für drei. Ich mach's klein. Das war auch ganz bewusst. Dann ist das zwar mehr Aufwand beim Aufbauen, aber wenn man was falsch setzt, auch weniger Aufwand beim Abbauen. So. Dann setzen wir uns jetzt. Das setzen wir uns nicht. Das Ganze machen wir auf Bodenniveau. Das heißt, hier kommt ein Splitter. Warum mache ich es denn? Das ist tatsächlich wichtig, in welche Richtung, weil. Ich glaube, daraus mache ich zwei. Nämlich einmal links rum, einmal rechts rum. Weil bei den Rohren ist es irrelevant, aber die untere Reihe ist halt so, ne? Wir machen jetzt den hier. Vorne der hin. Hinten der hin. Mache es direkt mit 600er Rohren. Das ist die Frage. Einzig doofe ist halt die Farbe bei dem Ganzen. Aber gut. Ich glaube, damit kommt ihr klar, wenn ihr das zur Not ändern müsst. Ne? So. Würde das da reinpassen? Sehr gut. Du kannst weg. Das ist klein, kompakt, das ist gar nicht so wild. So, jetzt sagt mir doch mal einen Namen, mit der irgendwie was mit Raffinerie. Raffi. Raffis. Manifold. Einer Überlauf für Raffinerie. Wir nähern uns dem Ganzen an. Wir kriegen langsam ein System da rein. Ja, das ist doch eigentlich ganz gut, oder? Zeichen setzen. Manifolds dahin. Easy. Aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, es wäre besser, wenn man das Teil hier und die unteren Sachen, also von der Arbeitsfolge, ich gebe einen Namen ein, ich mache eine Beschreibung, setze das Symbol, die Farbe und dann das Verzeichnis als letztes. Irgendwann rutscht das. Aber gut, ich habe mit UX nichts zu tun. Das ist eine andere Arbeitsfolge. Designer lehren. So, hätten wir das. Und, oh, da müssen wir aufpassen, da müssen wir auf beiden Seiten gemacht werden. Okay, ich mache jetzt diese Seite hier. Dann mache ich den Blueprint nochmal rein und mache ihn quasi auf die andere Seite. Da muss ich mir nur überlegen. Oder? Warte mal, bitte hier aufpassen. Nee, den kann ich so durchlaufen lassen. Easy. Alles gut. Hab nichts gesagt. Sag doch nicht direkt Schelekopf zu mir.
Wunderbar. Wo war ich? Blaupause. Den Manifold. Andersrum. Oder doch? So. Wenn ich das jetzt... Zwei Abstand. Passt wieder. Zwei Abstand, dann braucht man es gar nicht so extrem sich angucken. Es muss immer nur eine Lücke da entstehen. Dann ist alles super. Nee. Ein Orbiter. So. Hier ist knapp. Das jetzt gleich nicht passt, ne? Dann kriege ich hier aber echt die Pimpanne. Passt. Dahin. Windows. Habt ihr das? Ich weiß nicht. Ich habe Windows 11 im Einsatz und ich verstecke meine Taskleiste. Habt ihr das auch, dass das so manchmal überhaupt nicht funktioniert? Also, mal bleibt so oben, mal vergisst Windows, dass es das gemacht hat. Ich habe da auch schon mal nachgeguckt, aber der Trick, der da helfen soll, in Anführungszeichen Trick, war auch irgendwie eher, ja, semi-erfolgreich. Also, ich habe da bis jetzt noch nichts gefunden, was die wirklich davon abhält, mal einfach oben zu bleiben oder mal gar nicht hochzukommen oder was weiß ich. Also, das Ding ist echt... verhext, könnte man sagen. Okay. Ist zwar eigentlich viel zu lang, weil ich hier mache, aber es funktioniert. Wir jagen jetzt gleich auch schön. Zeug da rein, Kupfer da rein, bevor wir auf der anderen Seite weitermachen. Weil von der Zeit her werden wir wahrscheinlich die andere Seite gar nicht mehr schaffen. Die werde ich dann, mache ich die zwischendurch, eigentlich, ich produziere gerade vor für die Weihnachtstage. Wahrscheinlich müsst ihr euch das nochmal angucken. Aber irgendeinen Benefit kriege ich dafür noch raus. Das ist doof. Ich habe da ein Kupferblechproblem. Aber irgendwo geht die Kupferblech rein. Hoffe ich. Sieht nicht so aus. Ich mach da hinten nur Kabel, aber eigentlich. Egal. Aber gut, das Problem kann ich zur Not hier anders lösen, indem ich die Produktion möglichst schnell in Verbindung mit der Produktion ins Laufen bringe. Dann, habe ich da eigentlich keinen Stress mit. So. Mein Kunststoff produziere ich, der müsste sogar mittlerweile schon geschreddert werden.
Aber die Blueprints helfen ja echt enorm, ne? Also das muss man ja sagen. Dadurch, ich habe jetzt gesehen, das wäre eine Stundenfolge gewesen, nur um diese, ja, fall nicht runter, nur um diese Folge, also den Kram hier fertig zu kriegen. Und das machen wir jetzt halt wirklich in einer halben Stunde mit komplett anschließen und allem Pipapo. Also ziehe jetzt die Folge so lang, bis wir den Spaß, also zumindest die Frau unten angeschlossen haben. Oder lege ich das in die nächste? Nee, passt auf, ich lege das in die nächste Folge. Nächste Folge holen wir uns den Kupfer von oben und machen die andere Seite. Von unten. Genau. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. So, da. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut, Käffchen.